Herzlich willkommen zu diesem Stream, heute mal ein bisschen früher. Ich dachte mir, ich müsste mal bei Far Cry ein bisschen weiterkommen. Deswegen wollte ich jetzt auch mal am Nachmittag heute streamen. Ich mache jetzt nur eben kurz Ingame Sound noch mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, dass jetzt alles mit dem Sound soweit in Ordnung ist, dass es keine Beschwerden gibt für die auf YouTube und auf Twitch. Weil ich lade das ja im Nachhinein immer auf YouTube noch hoch. Kurze Rückspielung, was beim letzten Mal passiert ist. Wir hatten hier die Blockade gebrochen und sind dann hier auf Libertad gewesen, haben uns denen angeschlossen und danach hatten wir hier schon mal angefangen, uns so ein bisschen durchzukämpfen. Um mal so knapp zu erzählen, was so passiert ist. Hier habe ich noch eine Kiste, an die ich noch nicht drankomme. Ist das ein Schnellreisepunkt? Weil den habe ich noch nicht freigeschaltet. Falls ja, gehe ich da jetzt als erstes hin. Ja. Hier in dem Bereich fehlt halt nur noch die eine Kiste da, aber da komme ich halt momentan nicht dran. Ich gehe jetzt einmal zu der Höhle, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Schnellreisepunkt, den ich noch nicht habe. Und danach machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Kann ich eigentlich auch hier mittendrin das Arsenal wechseln? Ja, kann ich offenbar. Ist ja praktisch, das hätte ich gern auch ein bisschen früher gewusst. Okay. Erstmal da. Ich werde zuerst zu dieser Insel hier mal reisen. Weil die ist mitten auf dem Weg und ich kann mir vorstellen, dass da was ist. Oh, hallo Pelikan. Darf ich dich füttern? Nein. Der will nicht. Als ob ich vom Wasser aus saufen muss. So, let's go. Mit dem Teil bin ich wenigstens schnell unterwegs. So, Radio habe ich mal ausgemacht. Alter, ist das schnell. Hier wurde ein Schiff versenkt. Es hat sich gelohnt, das Ding abzuspeichern. Ich kann einfach durchrasen. Und wehren kann ich mich ja auch noch gut. Danke für euer Schiff. Das habe ich nämlich noch nicht. So, meine Schüsse habe ich repariert. Kann ich dann gleich auch abgeben. Ich guck mal, dass ich hier so mittig parke. Da bei dem Depot, da parke ich. Weil da käme ich auch nicht hoch. Das Schiff ist wiederum mega langsam. Und zwar wirklich langsam. Costa del Mar habe ich gefunden. Oh, das ist eine Festung. Die ganze Insel ist eine Festung. Aua. Komm, geh kaputt. Ist kaputt. So, dann kann ich ja jetzt anlegen, ne?
Hier irgendwo so eine Haltestelle, wo ich registrieren kann. Okay, erstmal richtig bewaffnen. Habe ich ihn erwischt? Nein, du lässt Guapo in Ruhe. Ja, komm, dann looten wir hier jetzt. Tschüss. Vielen Dank für die wunderschöne Zeit mit euch. So, eine FND-Kiste. Da war Schießpulver drin. Schießpulver kann man immer gebrauchen. Bisschen Munition. Ich nehme mir jetzt mal die Messer in die Hand, weil ich versuche auch Stealth hier halt durchzukommen. Tschüss. Nein. Es war ein böser Hund. Der hätte mich gebissen. Ich bringe zwar ungern Tiere um, aber wenn sie mich angreifen, wehre ich mich halt. Und tschüss. Hi. Wenn man aus der Entfernung nichts mitbekommt, ist man aber auch selber schuld. Als ob ich rauskomme, wenn ihr danach ruft. Welcher Normaldenkende würde das tun? Nein. Noch einer weg. Oh, Guapo, dir geht's überhaupt nicht gut. Ich glaube, oben drauf ist einer. Nein. Wir müssen weg. Aus der Entfernung nicht mit der Sniper treffen, musst du auch mal schaffen. Alter, das Messer hat durch den Helm hindurchgekillt. Hat er sich gerade selbst gesprengt? Will ja eigentlich nur einsammeln. Und was es zusammen gibt. Hier gibt es bestimmt viel tolles Zeug zum Mitnehmen. Ich muss die Insel ja auch nur einmal besuchen. Mir ist nur schade, dass man diese ganzen Punkte nicht mehr einnehmen kann, sondern nur bestimmte. Ich kann mich jetzt auch nicht stundenlang mit einem Gegner aufhalten, weil die werden hier immer wieder kommen. Das ist eine Basis. Selbst wenn ich alle Stealth kille, die kommen wieder. Ganz knapp daneben. So, da unten ist auch noch irgendwo einer. Upp. Noch einmal einer weg. Okay. Wie gesagt, wir suchen nach Loot. Nicht zu sehr mit den Gegnern aufhalten. Da drüben ist das Ziel. Ich sehe es.
Ah, okay, Guapo macht's. Ein Fehler war, nicht vorher innezuhalten, die Atmung einzustellen. Was ist denn? Sind das die Möwen, die ich da höre? Will aber halt auch keine böse Überraschung von hinten, ne? Ah, da liegt noch was. Gut, dass ich dich hierhin gejagt habe, dann hätte ich das Benzin nicht gesehen. Wärst du da nicht hingerannt? So, jetzt will ich da hinten erstmal gucken. Er ist auf den einen hin und den anderen erlegen. Was heißt hier Verräter? Ihr seid doch die, die Unschuldige umbringen. Was Sklaven. Wo bin ich dann der Verräter? Ich bin der Befreier. Ich will auch mal mit dem Bogen treffen. Ich weiß halt nur nicht, wie die fliegen, ne? Okay. Tschüss. Und ein Kleister daneben. Ich sehe durch das Gestrüpp nichts. Ey, Peer-Sniper. So. Sniper tot. Das kleine Örtchen habe ich gleich fertig erkundet. Verbrennt bitte. Ich habe was für euch. Das Schiff habe ich eigentlich auch noch nicht. Muss halt wirklich gucken, dass ich Stealth jetzt spiele, weil, wie gesagt, die kommen immer wieder. Macht keinen Sinn, die zu jagen. So, als nächstes dahin. Beil im Kopf. Haben ihn in ein Einhorn verwandelt. Da drin war ich noch nicht. Ich weiß halt null, wie die Pfeile fliegen. Ich setz mich nicht, ich messer dich. Das Fadenkreuzvisier will ich halt auf dem Bogen haben, damit ich besser zielen kann. Erwischt. War sogar hier ein Drehschuss. Tschüss. Mit welcher Taste hält man sich nochmal? Okay, hier ist eine Kiste. Mit Schrott. Zeig das Glas. Kann ich auch immer gebrauchen. Und hier ist nichts mehr, richtig? Dann kann ich ja jetzt
Ach komm, jetzt bin ich schon am oberen Eck. Und darf jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, weil es macht mehr Sinn in der Richtung. Tschüss! Einfach Granatenkill? Leider nicht. Tschüss. Was ist denn da jetzt passiert? Ich messe den in der Pflicht nach oben. Auch interessant. Ah, danke für das Quad. Ich überlege, wenn ich auf der einen Insel mir einen Punkt geholt habe, ob ich das Auto, ach, das Auto, den Panzer zu einer Station mal bringen will. Und dass ich mir den Panzer dann jederzeit rufen kann. Erstmal gesprengt. Erkunden, nicht auf Konfrontation spielen. Ach, flieg doch weg! Tschüss. Ich habe keine Messer mehr. So, einen Moment. Arsenal, weil die ist leer. Schrotflinte. Aua. Weißt du, ich sag sogar noch extra, ich werde die jetzt ignorieren und dann bin ich trotzdem im Krieg drin. Erstmal hier oben. Kann ich irgendwie auf den Leuchtturm drauf? Oh, hier ist ja richtig viel Zeug. Na gut, ich korrigiere, was ich gesagt habe. Sah nach viel aus, aber das war echt wenig Benzin. Weil von so einem Kanister allein kriege ich schon mindestens 10. Tschüss. Ei, weit noch hier noch weiter. Okay, hier ist offenbar auch nichts. Tschüss. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an in diesem Schießgefecht. Ich hoffe, Sie sind tot davon gekommen. Okay. Die untere Hälfte habe ich. Jetzt kann ich dahin gehen, mit dem Boot kapern und dann einfach weg drüber. Wappo! Kommst du? Ah, okay. Gefangener. Gern geschehen. Gracias. Gern geschehen. Pensé que hasta aquí había llegado. Alles klar. Ja, das ist die Stadt. Hier habe ich eh schon alles erkundet. Einfach durch. Hier brauche ich nicht weiter erkunden. Ich habe hier schon. Wollen halt auch alles sehen. Headshot. Ich sag ja, wenn ich eins kann, dann snipen.
Hau ab, Hundi. Ach, den hole ich mir mit der Schrot. Easy. Ach, die alte Gamer-Krankheit. Selbst wenn man nur einen Schuss verballert hat, einfach nachladen. Ich hab nicht wirklich viel davon, die zu jagen. Ein Gaswerfer. Na toll. Ach, Gaswerfer sind doch lustig. Und vor allen Dingen, es sind nur drei Gegner dort. Einer weg. Korrigier mich, es sind vier. So, der Scharfschütze wäre weg. Der auch. Tschüss. Ruhe im Gelände. Ja. Ich habe hier mal wieder... mega viel Spaß. Und es bringt nach wie vor nichts, die umzunieten. So, einfach kaputt machen wegen der Fahrzeugteile. Ah, okay, nur die großen Autos geben Teile. Muss ich mir merken. So. Erstmal hier das überprüfen. Bisschen Metall. Bisschen Benzin und eine Kiste mit Medizin drin. Was fällt dir ein, Guapo schränken, Freund? Hm? Weg mit dir. Okay. Hier ist eine iranische Kiste. Ich rette dich gleich, Guapo. Erstmal nehme ich die hier mit. Und eine neue Pistole, Blutrausch. Warum ist auf der Seite auch ein Scharfschütze? Auch bleibt da ruhig stehen. Aua, was hat mich denn da jetzt erwischt? Aua. Wisst ihr was? Ich komme einmal kurz runter und dann haben wir Spaß. Vielen Dank. So, erstmal Guapo. Und das wäre auch geschafft. Eine rauchen. Halt offenbar. Ist hier jetzt noch irgendwas zum Mitnehmen? Da habe ich glaube ich noch nicht geguckt. Ich habe hier dieses eine Teil noch nicht gesammelt, ne? Also ich konnte die Kiste noch nicht einsammeln. Halt mir bloß das Vieh vom Leib. Wohin dir? Komm zurück. Dann mach ich halt.
Oder wo war diese spezielle Kiste? Die war doch hier, oder nicht? Ich erinnere mich, dass ich beim letzten Mal hier verzweifelt versucht habe, diese Rätselkiste zu öffnen. Warte mal, erstmal, dass die anhalten. So. Danke für das Auto. Entenjagdgebiet? Was geben wir denn Enten? Recyceltes Glas. Naja, kann ich ja zumindest mal testen, ob ich das perfekte bzw. das normale Fleisch von denen kriege, wenn ich sie auch mit dem Bogen normal töte. Falls sie irgendwo eine Ente ist. Einfach mal reinschießen. Schade. Na gut, her mit dem Jeep. Ich will nur durchfahren. Na, 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 na. Tschüss. Oh, neben mir ist Kiste. Sagt mir die Karte. Also die kleinere Karte. Sagt mir, hier ist eine Kiste. Die hole ich. Eck damit. Ein bisschen Supremo-Kleber. Ach, jetzt müsste ja eigentlich auch wieder die Waffe gefüllt sein, ne? Ja, die hat wieder Munition. Da vorne ist direkt eine Station. Hasen. Leider nicht getroffen. Die sind zu schnell. Hallo. Dieses Ding für dich? Du hast der Befehlshabende Offizier. Okay. Da unten sind bestimmt auch ein paar nützliche Sachen. Da ist ein Geschütz, das könnte ich gegen die verwenden. Was ist denn da hinten für ein riesiger Kreuzer? Kann ich ihn auch registrieren? Ingenieur gesichtet. Ach komm, die kann ich alle mit der Sniper holen. Meins. Das war Nummer 2 und 3. Augen auf, Danny. Im Lauf. Perfekt. Da sind ein paar ganz normale Hunde, die sich gerade ernähren. Die lasse ich auch in Frieden. Ja, ohne überhaupt Aufsehen zu erregen. Hier oben echt nix? So ein bisschen Munition. So, jetzt bin ich ja näher dran. Ah, da hinten ist noch einer, oder? Sehe es nicht, wenn der Baum so halb davor steht. So, der ist auch weg. Diesmal war ich nicht so gut beim Snipe. Genau so heilt man sich. Medizin nehme ich. Munition auch immer willkommen. Ach. Okay, dann halt du, Guapo. Ich wollte sie jetzt gerade zwar killen, aber Guapo hat's abgenommen.
Ja, ich gebe auf. Vor allen Dingen, wenn ich eine One-Hitter-Waffe habe. Warum kriegt man so eine Waffe direkt am Anfang des Spiels eigentlich? Das ist eigentlich eine Endgame-Waffe. Wenn man so richtig Probleme hat. Sowas gibt man einem doch nicht von Anfang an. So, ein bisschen Benzin. Mal wieder. Noch mehr Benzin. Da gehe ich gleich durch. Ich guck da noch erst. Gut, dass ich nochmal nach hinten geguckt habe. Ja, dein Härchen ist tot. Tut mir leid, Pferdchen. Aber ich habe ihn erschossen. Oder besser gesagt, ich habe ihn harponiert. Spezialeinheiten. So, alle vier gesniped. Ja, sicher, der hat einen Luftschlag beordert. So, hier ist noch eine Aufgabe zu mitnehmen, habe ich gehört. Im Material. Da ist abgereichertes Uran. Das holen wir als nächstes. Ja. Tschüss. Danke, Guapo. Genau darauf hatte ich gewartet, ne? So, kann ich da einfach straight durchfahren? Ich sollte ja einfach hochfahren können. Doch nicht. Ist zu dünn fürs Auto. Ich hab ein Stolperdraht entfernt. Yay. Erstmal habe ich das mitbekommen. Na gut, diesmal war es auch offensichtlich zu sehen. Auch noch was zu mitnehmen. Wir können uns doch bestimmt einigen, bitte. Ah, okay, das untere geht. Schon dabei. Ich habe sogar dadurch eine neue Kisten freigeschaltet. So. Jetzt in die Richtung. Hat mein Reptil schon wieder irgendwie umgenietet. Okay, da ist auf jeden Fall ein Geschütz. Menschen sehe ich aber noch nicht. Hier ist auch noch ein Bunker. Das ist mal ein Ding. Oh, ich darf Spaß haben. Da kommt was für euch runter. Die
So, ich hab da noch was hingeschmaßt. So, der wäre auch weg. Mann, den hat zerlegt. Wann ist denn das da reingeraten? Erstmal, dass ich in so einem Bunker drin bin. Und da ist nix. Hier ist legit nix. Dafür bin ich hier reingegangen. Mann. Okay, da ist auch nichts. Das Uran nehme ich natürlich mit. Dich verschwende ich doch keine Munition. Ist die Munition nicht wert? Wieder ein bisschen Uran gesammelt. Kann man das Ding auch kaputt machen? Ja. Ich hab's einfach mal kaputt gemacht. Dasselbe mit dem Teil. Okay, das geht nicht kaputt. Oh, mit dem Flugzeug, das wird so Spaß machen, wenn ich eins fliegen darf. Okay, nächste Kiste. Ich werde mir auf dem Weg hier einsammeln. Ich würde gerne heute zu Philly auf jeden Fall kommen. Einfach straight aufs Zulaufen. Ist immer die richtige Entscheidung. Und eine neue Waffe. Oder eine Hose. Weiß jetzt nicht, wie sehr sich das gelohnt hat. Glaube, ich gehe erst zu der Pferdeübergabe. Weil ich mir da wenigstens irgendein Transportmittel holen kann. Ah, ich erinnere mich gerade. Hier sind wir doch bei dem Rennen einmal durchgefahren. Da oben ist auch irgendwer. Und hier komme ich doch nirgendwo hoch. Oder könnte ich da vielleicht hoch? Wenn ich mich geschickt genug anstelle. Willst du auch? Hallo. Ey, guck mal, ich brauche nicht mal bis zur in der Stelle kommen. Und hier will ich auf jeden Fall einmal kurz rein. Weil das wäre eine Schnellreisebasis. Die kann ich einnehmen. Da ist das Teil, wo über die Verstärkung rufen. Ich habe hier einen echt beschissenen Winkel. Ich müsste gucken, dass ich mich da hochschleiche, weil von da aus kann ich auf jeden Fall gut spähen. Ich nehme jetzt extra den Bogen, weil der lautlos ist. Hey, Clara. Hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Such uns einen Computer. Wir werden schon rausfinden, was die da machen. Okay, ich sehe mich mal um. Hier muss ich vorsichtig sein. Irgendwer dort hätte mich gerade fast gesehen. System? Autospielstand laden. Weil es wäre zum Kotzen, wenn da die ganze Zeit die Armee käme. Ah, von dem Turm aus kann ich auch gut spähen. Den habe ich gar nicht gesehen. Dann kann ich vielleicht auch deren Anlage direkt kaputt machen. Da sind es schon mal zwei.
Den da oben, den kann ich easy wegrecken. Den würde keiner mitbekommen. Ja, und restliche Späne müsste ich von dem Turm aus machen. So, einer weg. So, die kommen jetzt her. Ah, wenigstens kommt da der ganze Trupp. Na, ihr aufgeschreckten Hühner. Einer weg. Noch einer weg. So, und jetzt bist nur noch du da. Genau, dreh dich in meine Richtung. Ich wollte nur, dass der anhält. So, und da sind jetzt ein Haufen Leichen zum Looten. Da kommt sogar noch ein Scharfschütze und noch ein weiterer. Ey, du, halt mal an. Ah. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo der Alarm ist. Das ist eine Info, mit der ich was anfangen kann. Okay, ich muss auf jeden Fall erstmal die draußen alle ausschalten. Und die jetzt hier vorne sind. Die sind am wichtigsten. Und ich muss gucken, dass die Leichen nicht sofort entdeckt werden. So, den oben habe ich schon mal ausgeschaltet. So, die sind schon mal weg. Jetzt heißt es Alarm ausmachen, damit die keine Verstärkung rufen. Genau so behandle ich mich selbst auch immer. Hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Wichtiger. So. Ich will das aber nochmal versuchen, weil ich bin eher ein Stealth-Spieler. Aber ich weiß jetzt, wie ich herankomme. Ich darf die vorne einfach nicht ausschalten, dann kommen die alle angerannt. Ich markiere sie mir jetzt nur und versuche dann Stealth da reinzukommen. Oder was ich auch versuchen könnte, Guapo reinzuschicken. Und dann über den zweiten Kill hole. So, Guapo, hol du dir den und ich versuche zeitgleich den da zu killen. Wenn ich sehe, Guapo rennt rein. Hol sie dir. Oder nee, warte, kill du den. Guapo rennt. So. Hier, yeah, Guapo. Hey, Clara. Hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gefragt. Such uns einen Computer. So, kaputt gemacht. Erstmal raus. Ich sehe mich mal. Weil vom Prinzip her haben die mich nicht entdeckt.
Die haben nur Guapo gefunden. Die haben nicht mich entdeckt. Ich hoffe, der da gerade auf dem Weg rumrennt, der wird mich nicht stören. Ich hoffe es nur. Ich weiß es nicht. Feuer die aufgeschreckten Hühner. So, den Sniper will ich auf jeden Fall ausschalten. So, der ist weg. Gerade ein kleines bisschen zu hoch. Einer weg. Pam. Danke fürs Stehenbleiben. Keine Sorge, ich beobachte dich. Ich sehe, dass du geistige Probleme hast. Deswegen habe ich dich erlöst. So, und jetzt rennt nur noch der Sniper da rum. Den treffe ich von hier aber nicht. Weil der ist halt innen drin. So, ich bin ready. Könnte nützlich sein. Oh, eine Schlüsselkarte. Erledigt. Schade, ich darf den Feind nicht mehr mitnehmen. Also für YouTube wird das eher eine kleine Folge. Bis jetzt. Oh, hier ist eine Werkbank. Ich sollte hier erstmal zu Ende erkunden. Nice, hier ist ein Flugzeuglandeplatz, wo ich Flugzeuge bestellen kann. Gibt aber auch nur 5. Das Problem ist, ich muss die halt stehend finden, ne? Aber ich finde das geil. Ich kann jetzt mit einem Helikopter rumdüsen, wenn ich will. Damit würde ich auch an die eine Kiste drankommen. Ich hole mir über das Flugzeug gleich die eine Kiste, an die ich die ganze Zeit ran wollte, aber nicht konnte. Was hast du denn? Da ist doch nix. Ein da, hier habe ich noch eine Kiste gesehen mit Medizin. Bisschen Munition. Sind auch neue Waffen verfügbar, habe ich gerade eben gesehen. Gucke ich gleich direkt mal rein. Unten vor dem Gebäude ist noch was. Ein paar Teile. Hier hinter der Tür liegt auch nochmal was. So, ich habe Medizin mitgenommen. Jetzt gucke ich erstmal hier oben. Was hier so schön ist, alles liegt. Medizin und nochmal Medizin. Denkt mal, die braucht man zum Heilen. Deswegen hat man die. Weil ich habe bisher kein Rezept gesehen, wo ich die bräuchte. Dasselbe gilt für Metall. Die braucht man wahrscheinlich nur zum Reparieren. Da hier oben liegt nichts oder wie? Doch. Da liegt was. Robuste Dichtungen. Habe ich bisher halt auch noch nie gefunden. Es wird alles mitgenommen, was nicht festgenagelt ist.
Okay, auf der Seite habe ich jetzt, glaube ich, alles. Jetzt fehlt das Gebäude. Da unten ist der Bunker, da gehe ich als letztes hin. Hola. In diesem Gebäude zumindest. Ich habe hier doch gerade noch gesehen, jetzt passt, dass ich was machen konnte. Wozu verunstalte ich die Dinge? Gibt es dafür irgendeine Erklärung oder mache ich das just for fun? Weil ich denen ans Knie pinkeln will. Ist hier oben drauf noch was? Ne, hier oben drauf war ich ja gerade eben. Da ist Benzin und hier ist nochmal ein paar Teile. Ich werde auf jeden Fall gleich noch den Laden durchgucken, ob da ein besserer Bogen drin ist. Hier liegt doch auch noch ein bisschen was rum. Es lohnt sich halt, diesen Schmarrn einzunehmen. Man kriegt echt viel Zeug. Das brauche ich auch, um Waffen zu verbessern. Das Benzin ist, glaube ich, einfach nur zum Verkaufen da. Hier ist auch eine Autostation. Hier kann ich Autos hinbringen. Wo kann man die kaufen? Moment, jetzt will ich einmal sehen. Zuallererst... Hier, nimm ruhig das ganze Benzin. Ah. Oh, neue hier von denen. Ein gut geeignetes Supremo für den Korb. Nehme ich auf jeden Fall mal. Ein neues Scharfschützengewehr. Da will ich aber erstmal gucken, was man draufpacken kann. Hohe Präzision und hohe Reichweite hat das Teil. Kann halt nicht gucken, was es kann, ne? Ist das ein Granatwerfer? Ich glaube, das ist ein Granatwerfer. Für die brauche ich 100 Uran, nehme ich. Und dann nehme ich noch das Scharfschützengewehr. Eigentlich kann ich mir, glaube ich, jede Waffe einmal kaufen. Nee, doch nicht. Naja, ich habe ein paar Waffen gekauft. Supremo. Der macht ja Bomben. Nebenbei, wenn ich hier das schon freigeschaltet habe, ja, ich kann es dann draufpacken. Gut zu wissen. Den Baseball habe ich bisher eigentlich noch nie gebraucht. Ich würde den jetzt wahrscheinlich sogar auch ausrüsten, weil ich die Heilung nützlicher finde, als Raketen zu ballern, mit denen ich eh nur auffliege. Aber das will ich auf jeden Fall ja drauf haben. Und für mehr brauche ich erstmal Plastik. Okay. Haben zumindest schon mal einen besseren Supremo. Beim Scharfschützengewehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich da draufpacken kann. Ah, okay, da kann ich auch die Visiere draufpacken. Also ich kann das genauso aufbessern wie das andere. Oh, ich könnte noch ein zweites Visier da sogar draufpacken. So, und Mods habe ich noch gar nichts drauf getan, ne? Die Sniper will ich halt auch mal was aufmachen. Wenn ich von unten auf die Ziele... Das ist eh egal. Ich hätte gerne mehr Nachladegeschwindigkeit drauf. Jetzt vergleiche ich die beiden mal. Ja, zwar ein kleineres Magazin, aber die ist ansonsten besser, also... Ja, damit.
So, und bei den Impro-Waffen. Das ist doch safe ein Raketenwerfer. Der hat auch den maximalen Schaden. Ich nehme das mal statt der Impro-Waffe. Will die halt einmal ausprobieren. So, und hier wollte ich noch was draufpacken. Beim Optikfeld. Ja, da brauche ich erst mehr Dichtungen für. Also packe ich erstmal das Reflexvisier drauf. Präzisionspfeile kann ich eh noch nicht holen. Okay, und Seitenwaffe? Habe ich nix. Obwohl, ich habe die neu. Oh, die heilt mich, wenn ich Schaden austeile. Das finde ich praktischer als diese Waffe, die eh kaum trifft. So, einmal ausprobieren. Hui! Silvester! Die ist gut. Die ist richtig nice. Okay. Den Bogen rüste ich mir ab sofort auch nur noch aus, wenn ich hier Tiere jagen gehe. Ich vergleiche jetzt mal, welches davon ist am besten. Das ist ein bisschen besser als das, was ich gerade habe. Da ist halt schon was draufgepackt. Okay, ich habe ja schon ein paar Sachen drauf. Müsste mir halt hier mal ein paar Visiere kaufen. So. Auch gegen Panzer. Da kann ich noch nichts draufpacken. Ach ja, und ich kann mein Auto ja verbessern, ne? Das ist schon voll aufgebessert. Das auch. Der macht enormen Schaden. Der verursacht Aufprallschaden. Der auch. Ich glaube, die wären ein kleines Stückchen besser als das. Also nehme ich es mal. Okay. Dann muss ich jetzt eigentlich nur noch einmal auf dem Turm gucken und dann haben wir hier das eigentlich fertig erkundet. Dann einmal da hoch. Da oben liegt bestimmt noch was. Allein hier liegt ja schon was. So, Medizin mitgenommen. So. Und hier kann ich nicht komplett drauf. Da unten ist noch was, das nehme ich mit. Muss mich einmal heilen. Weißt du, wozu braucht man Ärzte, wenn man einfach nur die Hand knickt und dann auf einmal sich besser fühlt als je zuvor? Hey, komm, du hast so einen guten Job geleistet. Das ist ein hübscher Junge. Ja, bisschen ganz feiner. Okay, und hier ist halt noch eine Kiste zum Mitnehmen. Irgendwo. Sagt mir, hier ist eine Kiste. Ach ja, ich habe den Bunker vergessen. Oh, gut, dass ich mich nochmal dran selber erinnere. Der Bunker. Hola, ich will mit dir reden. Wer? Achso, der. Und, was hast du? Dani, bald kommt eine Vorratslieferung. Sei der Erste am Übergabeort und schnapp sie dir. Muchas gracias. Oh, nice. Das machen wir als nächstes. Die Hauptstory machen wir heute Abend.
Jetzt erstmal nach unten. Irgendwo hier kommt man runter. Sehen wir erstmal die Tür auf und zuschlagen. Der Bunker war hier irgendwo, das weiß ich. Da drin. Hier ziemlich tief runter. Man stelle sich vor, ich hätte auch noch hier unten kämpfen müssen. Das wäre schrecklich. Unter solchen Umständen will man nämlich eigentlich gar nicht kämpfen. So, ich hoffe, die Kiste lohnt sich. Also, allein für das recycelte Glas hat sich eigentlich schon gelohnt, weil man damit den Supremo verbessert. Und eine FND. Eine weitere Schrotflinte. Hier war echt viel Zeug. Geht's hier jetzt schon wieder raus? Ich gehe hinten raus. Ich hätte auch hier rein können. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah. Ey, komm, ich will einmal mit dem Helikopter fliegen. Ich habe den Helikopter hier gerade dadurch freigeschaltet. Okay, der hat Guns und hat halt hier generell, dass er fliegen kann. Ah, er hat eine Ablenkwaffen. Der hat keine Bomben. Okay. Ich nutze das jetzt aber nicht dafür. Ich kann mich ja da hinporten. Ich will jetzt damit an die Kiste, an die ich nie rankam. Kann ich mich abseilen, ist die Frage. Das müsste man nämlich prüfen. Sonst gucke ich, dass ich einfach ganz knapp über den Turm bin. Und spring dann ab. Ich hoffe, der springt dann auch zu der Seite ab, wo ich raus will. Vorsichtig. Ja, geschafft. Kletterhaken. Und runter. Wieso kann ich jetzt hier rein? Gibt's dafür eine ordentliche Erklärung? Weil da war vorher immer zu. Na ja, egal. Kiste, komm mit. Dadurch habe ich jetzt einen Schutzanzug freigeschaltet. Ja, ich brauche nicht hoffen, nochmal an das Teil da oben dran zu kommen. Da kann man sowas verknicken. Und hier steht der Panzer. Den will ich mir holen. Und wohin muss ich den dann fahren? Ich muss den einmal über die halbe Map fahren. Wie ekelhaft. Na gut. Endlich mal eine Waffe, mit der ich arbeiten kann. Ja, jetzt hat euer letztes Stündlein eingeschlagen. Ein Moment, ich muss mir jetzt die Fahrzeugstelle markieren. So, jetzt muss ich gucken, wie ich damit dahin komme. Weil der Wagen ist halt schon sehr breit.
Ja! Konnte ihn registrieren. Nice. Wie viele Panzer gibt es denn eigentlich? Es gibt noch einen Pinopinga und einen Carlito. Ja, die kriegt man aber durch Geschichte. Hier ist auch noch einer. AS 100 Elite. Gibt zwei verschiedene, offenbar. Ey, ich weiß schon, wie der Multiplayer abläuft. Ich rufe mal kurz einen Panzer für dich und dann rufe ich nochmal einen für mich. Und dann machen wir alles weg. So wird der Multiplayer ablaufen. Volle Lutsche daneben. Ja genau, ich will auch einen Trecker haben, ne? So. Kürze bin ich bei den Wildschweinen. Dann gibt's lecker Wildschweinbraten. Ich hab niemanden überfahren, das habt ihr euch alle eingebildet. So, und hier müssten irgendwo Wildschweine sein. Die müsste man doch eigentlich aus 100 Metern Entfernung schon sehen. Oh, hi, da seid ihr ja. Ja, Pfeile 10. Oh, da ist die Wildschwein-Mama. So. Es ist ein besonderes Wildschwein. Ich hab's erledigt. Das hieß entweder du oder ich. Oh, das sind besondere Handelswaren. Ist hier noch eins? So, jetzt interessiert mich, wie viel kriege ich für ein Wildschwein? Weil die kann man echt gut jagen. Dann mal gucken. Materialien. Ich krieg für eins 10 Platinen. Also 10 Dichtungen. Aber was ist jetzt mit der besonderen Handelsware gemeint? Huh? Einsätze. Nee. Okay, ich denke mal, für einen Tag haben wir eigentlich recht gut was geschafft. Ich guck mal kurz, ob ich mit den Dichtungen jetzt irgendwas schon machen kann. Weil die braucht man ja für irgendwas. Hierfür brauche ich Platinen, um das Gewehr nochmal weiter zu verbessern. Hier brauche ich Platinen. Die habe ich ja schon verbessert. War es vielleicht beim Supremo, dass ich da die Dichtungen brauchte? Nee, da brauche ich Plastik. Für irgendwas brauchte ich doch Dichtungen. Ich weiß nur nicht mehr für was. Ach, warte mal, da fällt mir was ein. Statt Dynamit hätte ich eigentlich viel lieber Granaten. Weil die wird mir ein bisschen praktischer.
Müsste noch Plastik finden, dann kann ich hier noch einen Mod bei dem Teil draufpacken. Hier brauche ich industrielle Werkstoff. So, Seitenwaffen. Bei denen vielleicht. Bei der nicht. Hier brauche ich die Platinen, bei den Seitenwaffen. Oder besser gesagt, bei den Handfeuerwaffen. Das hat Feuer und ein paar Aufsätze. Naja. Ich finde, für einen Tag habe ich jetzt schon mal genug geleistet. Ich mache ja heute Abend nochmal einen Stream. Auf jeden Fall, alle, die jetzt hier sich den Stream jetzt angucken oder im Nachhinein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf Twitch ein Follow da, auf YouTube ein Abo und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt hier beim nächsten Mal wieder. Tschüss!